guten Tag. لماذا بعد خمس سنوات من الصراخ ومن مئات ألوف المعتقلين والمهجرين والمغيبين ما زال علينا أن نشرح لسكان هذا الكوكب أننا مثلهم لا أكثر ولا أقل بشر مثلهم نحن. Warum müssen wir nach fünf Jahren des lauten Protests Hunderttausender Todesopfer, Gefangener und Flüchtlinge immer nach den Bewohnern dieser Erde erklären, dass wir wie sie sind, nicht weniger und nicht mehr. Wir sind Menschen genau wie ihr. بهذه الجملة أنهى الرائع أسامة نصار ما كتبه مؤخرا من وسط الحصار من الغوطة المحاصرة من أكثر من ثلاث سنوات. بهذه الجملة أنهى كلامه من مدينة دارية المحاصرة فقد الكثير من أصدقائه وزملائه تحت التعذيب من النظام السوري وما زال الكثير من أيضا من زملائه مغيبين في سجون نظام الأسد إلى اليوم وهو يعمل الآن على توثيق الانتهاكات من داخل ضغوط دمشق. Es ist mit diesem Satz, den ich eben übersetzt hatte, dass der großartige Osama Nasar einer seiner letzten Texte beendete. Osama Nasar ist ein friedlicher Aktivist, der aus der belagerten Stadt Dareya stammt. Viele seiner Freunde sind unter Folter gestorben, wie zum Beispiel Riyad Matar. Und viele seiner Kollegen bis heute in den Gefängnissen und Folterkellern verschwunden, ohne dass es jegliche Informationen über ihren Zustand oder ihren Aufenthaltsort gäbe. Osama lebt seit mittlerweile mehr als drei Jahren in der Damasziner Ruta. Das ist eine Region unweit von Damaskus, wo er Menschenrechtsverletzungen aller Seiten dokumentiert. الذي دعاني للبدء بجملة أسامة هو إحساسي أن القضية السورية قضية شعبي إلى اليوم وبعد خمس سنوات وبعد الثمن الفادح الذي دفعه الشعب السوري ما زالت غير واضحة. Was mich mit diesem Satz von Osama anfingen ließ, ist mein Gefühl und der Eindruck, dass unsere Sache, und damit meine ich die Sache meines Volkes, vielen immer noch unverständlich ist, trotz der vielen Jahre, die ins Land gegangen sind und dem ungeheuerlichen Preis, den die Syrerinnen und Syrer für ihre Forderungen nach Freiheit und Würde bezahlt haben und noch bezahlen. جرى مؤخرا بيني وبين زميل شاب ألماني محامي وهو محترم وراقي وواسع الاطلاع. يقول الزميل أنه ربما بالأصل أن الوضع في سوريا هو شأن داخلي لا علاقة ولا يجب لأحد أن يتدخل فيه وأن قد يكون هذا العنف أو التطرف اللي حصل في سوريا أن السوريين استعجلوا على ثورتهم وأن هذه المجتمعات أساسا ليست ناضجة بعد لتقبل الديمقراطية وتقبل التغيير. Dieses Gefühl hat sich noch mal verstärkt, nachdem ich neulich mit einem Freund gesprochen habe, ein junger deutscher Anwalt, der wirklich ganz toll ist, gebildet, weitsichtig, verständnisvoll. Doch er sagte mir Folgendes: Seiner Meinung nach ist das, was in Syrien passiert, eine interne Angelegenheit, die nur Syrer betrifft. Und daher sollte sich niemand anderes einmischen. Vielleicht meinte er damit die Europäer. Dann sagte er noch, die Revolution und ihre Forderungen sind einfach viel zu früh gekommen. Es hätte mehr Zeit gebraucht, damit die Protestaktion auch reif ist für den Wandel und die Demokratie, die sie einfordert. وكل الذين يتبنون وجهة نظره أقول أعرف أن مسألة الديمقراطية هي مسألة حضارية وتتطلب الكثير وما زال ينقصنا الكثير في وضعنا الراهن في سوريا هذا الوضع الذي أوصلنا إليه هو دعم الغربيين للديكتاتورية. Ich habe da meinem Freund Folgendes geantwortet. Und allen möchte ich das auch sagen, die diesen Standpunkt teilen.
Ich weiß, Demokratie ist eine Frage von Zivilisation. Und ich weiß auch, dass sie vieler Voraussetzungen bedarf. Und ich weiß auch, dass uns in der heutigen Situation, in der wir in Syrien leben, viel fehlt. Und dass der Grund dafür ist die Diktatur und die Unterdrückung. Und diese Situation, in der wir heute leben, ist auch so, weil die westlichen Gesellschaften dazu beigetragen haben, durch ihre Unterstützung aktiv für die Diktatur und dem Augenverschließen vor den Gräueltaten, die diese Diktatur anrichtet. ساهم الغرب في دعم الدكتاتوريات في منطقتنا. وأنا سمعت هذا الاعتراف من أكثر من على لسان أكثر من مسؤول غربي. هذا ما وصلنا إلى هنا الآن. Und ich habe häufiger genau diese Idee auch aus dem Mund von europäischen Diplomaten gehört, die dann immer wieder sagen, Stabilität ist doch viel wichtiger als Demokratie. الاستقرار بحجة الاستقرار دعمت هذه الدكتاتوريات وهل يمكن أن يقبل الاستقرار مع الطغيان ومع الاستبداد؟ Und kann Stabilität aber wichtiger sein als die Tyrannei und muss diese Tyrannei sozusagen Vorrang haben, weil sie Stabilität bringt? هل سمعتم عن دكتاتور ترك الحكم طواعية؟ Habt ihr bereits von einem Diktator jeweils gehört, der freiwillig sein Amt verlassen hätte? هل سمعتم عن دكتاتور ترك شعبه بحرية وترك شعبه ينمو وترك المعارضة مثلا تنمو بشروط طبيعية؟ Gab es bereits jemals in der Geschichte einen Diktator, der seine Opposition, die Menschen in seinem Land, sich freiheitlich entwickeln lässt und auch die Opposition arbeiten lässt? كل الدكتاتوريات لا تترك شعوبها إلا مدمرة. Allen Diktaturen ist gemein, dass sie ihre Länder nur dann verlassen, wenn sie bereits vollständig zerstört sind. ومن المهم جدا أن نعرف أن الديمقراطية ليست بعيدة ولا غريبة عن تاريخ شعبنا. فالشعب السوري عاش مرحلة من 1929 إلى 1958. مرحلة ديمقراطية بكل معنى الكلمة ومارس كل أساليب وأدوات الديمقراطية استعمل الإضراب استعمل التظاهر استعمل حتى العصيان المدني بكل ديمقراطية للمطالبة والحصول على مطالبه. Und was mir sehr wichtig ist hervorzuheben, ist, dass Demokratie uns nicht fremd ist als Syrern. Es ist nicht nur ein westlicher Exportschlager. Es ist etwas, was wir schon von 1928 bis 1958, also mehr als 30 Jahre, selbst in all seinen Formen gelebt haben. Angefangen von Demonstrationen bis hin zum Generalstreik als Mitte des friedlichen Protests, damit unsere Forderungen erfüllt werden. فالإضراب الستيني الشهير عام 1936 التي دعت إليه الكتلة الوطنية والذي عام في كل مدن سوريا بهدف الاستقلال من فرنسا وتوحيد سوريا هو خير مثال على ذلك ولم يفك الإضراب حتى تحقيق هذا المطلب. Hervorzuheben ist dabei der berühmte 50-tägige Generalstreik im Jahre 1936, zu dem der demokratische Block aufgerufen hatte. Dieser Streik hat alle syrischen Städte erfasst und forderte zum einen die Unabhängigkeit von der damaligen Kolonialmacht Frankreich und auch die Schaffung eines vereinten Syriens und ist damit ein sehr gutes Beispiel dafür, dass auch die Syrer demokratiefähig sind. في الفترة الديمقراطية خاض الشعب السوري سبع انتخابات تشريعية سبع انتخابات حرة ونزيهة لم يحصل الإسلاميين فيها في هذاك الوقت إلا على مقاعد قليلة جدا. في انتخابات عام 1949 حصل الإسلاميين على أربع مقاعد فقط من أصل 114 وفي الانتخابات التي تلتها حصل على أربع مقاعد من 140 مقعد. هل يمكنكم تصور وعي الشعب في ذاك الوقت ورغبته بعدم إقحام الإسلام أو الدين في السياسة؟ Und damit das noch etwas deutlicher wird, 7 freie und faire Parlamentswahlen wurden in dieser Zeit abgehalten, also in den 30er, 40er, 50er Jahren, bei denen die Islamisten nur wenige Sitze erhielten. So waren es bei den Wahlen 1944 von 114 zu vergebenden Parlamentssitzen lediglich 4 Sitze, die an die Islamisten gingen. Auch in den darauffolgenden Wahlen waren es sehr, sehr wenige Sitze. So ist doch die Frage,
ob die Demokratie nicht schon damals sehr viel Erfahrung und viel praktizierend in der syrischen Gesellschaft hatte. حصلت المرأة السورية على حقها في التصويت والانتخاب عام 1949 مواكبة بذلك مثيلاتها الفرنسية وسابقة الكثير من الدول الأخرى الأوروبية والعربية. Und da ist es auch wichtig zu erwähnen, dass die Syrerinnen bereits 1949 das aktive und passive Wahlrecht erhielten. Und das ist nur wenige Jahre, nämlich 4 Jahre nach den Französinnen und noch vor den Griechen und den Schweizerinnen. Ja, ومن الجدير بالذكر أنه منذ عام 1950 إلى عام 1958 اعتبرت سوريا من أهم النمور الاقتصادية في العالم. وحققت معجزة على كافة المستويات الاقتصادية والزراعية والنمو والدخل القومي. Und es ist auch hervorzuheben, dass es in dieser Zeit zu einer wirklich sehr guten wirtschaftlichen Entwicklung kam. Also von 1950 bis 1958, in diesen 8 Jahren, kam es zu einem großen Wachstum, ob das in der Landwirtschaft war, im Wirtschaftswachstum, auch im Bruttosozialprodukt, im Bruttoinlandsprodukt. Und genau dieser Wandel hielt erst auf mit. كل هذا انتهى مع قدوم الاستبداد والديكتاتورية. ابتدى مع الوحدة مع مصر وبعدها مع قدوم البعث. انتهت هذه الفترة. Mit nämlich dem Beginn der Unterdrückung und dem Beginn von Einheitsdiktaturen. Erst 1958. Als nämlich Ägypten gemeinsam mit Syrien eine Einheitsdiktatur schaffte, eine sogenannte die Einheit zwischen Syrien und Ägypten, die 3 Jahre währte. Und 1963, als sich dann die Baas-Partei, eine sozialistisch geprägte Partei, an die Macht putschte als Einheitspartei, die seit 1963 das Land beherrscht. لقد عاش السوريين أكثر من 46 عاماً تحت حكم الباس بفترة حكم حافظ الأسد وبشار الأسد الابن تحت قانون الطوارئ. نحن كنا محكومون بقانون الطوارئ. وقانون الطوارئ يعني حرمان من أي حقوق، يعني الحد الأدنى من الحقوق. محرومين من حق التجمع، من حق التعبير عن الرأي، من حق التظاهر، من حق إنشاء الأحزاب والسياسية والجمعيات. يعني هو مصادرة للحياة السياسية وللمجتمع. Und seit mehr als 46 Jahren herrscht in Syrien der Ausnahmezustand. Ausnahmezustand bedeutet was? Es bedeutet, dass erst unter der Baas-Partei, dann mit der Machtergreifung durch Hafez al-Assad 1970 und dann durch seinen Sohn 2000, die Syrer von jeglichen Grundrechten eigentlich nicht Gebrauch machen können. Das bedeutet das Recht zur freien Meinungsäußerung, das bedeutet das Recht, sich zu versammeln. Das schließt auch ein, das Recht, politische Parteien und Vereine zu gründen und jegliche kritische und oppositionelle Stimmen eigentlich zu äußern. هذا كان وضع سوريا قبل الثورة وأتت الثورة واندلعت 100% سلمية وبهذا باعتراف رأس السلطة باعتراف بشار الأسد على مدى شهور طويلة وفي فترة السلمية هذه قتل النظام 5000 مواطن سوري في هذه الفترة. Und diese Situation, die ich eben beschrieben habe, war die Situation in Syrien vor der Revolution, die 2011 ausbrach. Und diese Revolution war am Anfang 100% friedlich, vollkommen friedlich. Und über Monate hinweg blieb sie das auch. Und das hat sogar das Staatsoberhaupt Bashar al-Assad selbst in einer Rede anerkannt. Und es blieb das über mehrere Monate, bis dann aber die Ungerechtigkeit und die Unterdrückung losging. شعب يطلب الحرية والكرامة والعدالة ويرفض الظلم والطغيان. فما كان من بشار الأسد إلا شكل ميليشيات وشبيحة واستعمل الجيش ضد الشعب الأعزل. بدأ يقتل بالناس ويدفعهم ويهينهم ويذلهم. هكذا تحولت الثورة إلى العنف. العنف البهيمي للسلطة وإذلال الناس ومحاصرتها هو ما دفعها لحمل السلاح. Und es war das Volk, das syrische Volk, das eigentlich nach Freiheit, Würde, Gerechtigkeit und Gleichheit auf die Straße ging. Und diese Forderungen wurden von der
von der Staatsmacht verweigert und so unterdrückt, dass die wehrlosen Menschen mit brutaler Gewalt durch die Schaffung von Milizen, der sogenannten Shabiha-Gruppen und dem Einsatz auch der Armee gegen sie, bereits in ihrer friedlichen Protestzeit getötet wurden. Allein in dieser Zeit, also als noch die Protestbewegung keine Waffen zur Hand genommen hatte, wurden 5000 Menschen getötet. Die bestialische Gewalt, die dann weiterging, die unmoralische Tötung der Menschen, die nur zum Ziel hatte, eigentlich einzuschüchtern, zu erniedrigen und zu unterwerfen, all dies hat dann doch am Ende dazu geführt, dass die Revolution zu Gewalt und zu den Waffen gedrängt wurde. 5 سنوات من القصف بالمراميل والتدمير والاعتقال والقتل تحت التعذيب والمجتمع الدولي مشلولا لم يستطع ان يحمي الناس او يقدم شيئا. Seit 5 Jahren sieht die Welt wie gelähmt zu, während wir in Syrien von Fassbomben beschossen werden, unsere Häuser zerstört werden, wir willkürlicher Verhaftung und Tod und Folter ausgesetzt sind. Und der Westen schaut nur zu. 17 قرار مجلس أمن بخصوص سوريا وست قرارات رئاسية لم يستطع الغرب فرض تطبيق أي منها ولو جزئيا. Sie müssen sich vor Augen halten, dass 17 Resolutionen von der UN verabschiedet wurden, 17 Syrien betreffend. Und davon ist nicht eine einzige wirklich auch nur teilweise umgesetzt oder angewendet worden. وبالرغم من أنني أعرف الأسباب وبالتأكيد أنتم تعرفون الأسباب أيضا لماذا عجز المجتمع الدولي عن حماية السوريين ولكن أعتقد أن هذا لا يمكن إلا اعتباره وصمة عار في جبين الإنسانية. Und obwohl ich und auch Sie alle sicherlich die Gründe dafür kennen, dass es zu diesem Nichthandeln und dieser Nichtanwendung der Resolution kam, kann man eigentlich nur von einem Schandfleck in der menschlichen Geschichte sprechen, dass es so gelaufen ist, wie es in Syrien gelaufen ist. وأعتقد أني والكثير من السوريين نعتبر أن القضية السورية عرت وكشفت فشل المنظومة الدولية بتحقيق الأمن والسلم الدوليين وحماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية حتى أصبحت القضية السورية أكبر كارثة إنسانية بعد الحرب العالمية الثانية وهذا حسب تقارير الأمم المتحدة. Und so glauben ich und auch viele Syrerinnen und Syrer, dass was in Syrien passiert und noch passiert, sichtbar gemacht hat, dass die internationale Gemeinschaft einfach versagt hat in ihrem Anspruch, Verantwortung zu übernehmen, Schutz, Frieden und Menschenrechte und die menschliche Würde diesen Menschen zu garantieren, sodass Syrien heute, und das ist ein Ausdruck, der von Verantwortlichen der Vereinten Nationen immer wieder gebraucht wird, als die größte menschliche, humanitäre Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg zu betrachten ist. واليوم بكل أسف يعتقد البعض أن بقاء الدكتاتورية بقاء بشار الأسد هو أحد أدوات الحماية من التطرف. Und leider ist es aber auch so, dass heutzutage sehr viele daran glauben und es wieder propagieren, dass die Diktatur und der Machterhalt Bashar al-Assads ein unverzichtbares Mittel oder Instrument sein gegen den Extremismus. ونحن السوريين نقول إن التطرف جاء نتيجة دعم الدكتاتورية والعجز عن التخلص منها. Und wir als Syrerinnen und Syrer sagen hingegen immer, dass genau der Extremismus das Ergebnis, das Resultat dieser fortwährenden Unterstützung der Diktatur ist und wir deswegen mit der Diktatur ein Ende finden müssen. إن وضع سوريا والمنطقة بين خيارين إما الدكتاتورية أو التطرف والإرهاب هو سياسة خاطئة سيدفع ثمنها كل العالم إن طبقت. Und diese Idee oder diese Ansicht, dass man versucht, Syrien eigentlich nur 2 Wahlen zu lassen, und zwar die Wahl zwischen der Diktatur und die Wahl des Radikalismus, das ist eine falsche Wahl. Und nur das kann eigentlich dazu führen, dass der Radikalismus und der Extremismus sich noch weiter verstärken. كلنا يعرف أن داعش أن الإرهاب تشكلت نتيجة مشاكل الأمنية والسياسية العميقة في العراق وأنها استفادت من الحرب السورية ووسعت وتكاثر واشتد تأثيرها وعنفها أكثر.
Wie wir ja alle wissen, hat sich Daesh, das ist der arabische Ausdruck für den islamischen Staat, der auch so eine Beleidigung ein bisschen beinhaltet, deswegen sollten wir uns eigentlich alle, ich erkläre das ganz kurz mal, das ist jetzt nicht von ihr, deswegen sollten wir eigentlich alle lieber Daesh sagen anstatt IS, dann fühlen die sich nicht so geschmeichelt. Wir wissen ja alle, dass Daesh eigentlich als Antwort auf die tiefgreifenden politischen und Sicherheitsprobleme im Irak gebildet wurde. Und durch den Krieg in Syrien so gestärkt wurde, durch das Machtvakuum, dass es genau in diese Machtposition gelangen konnte, in der es heute ist. ونحن نتفق بالتأكيد أنه باستمرار هذه الحرب ستصبح داعش أكثر فتكاً وعنفاً. Und wir stimmen sicherlich auch alle der Tatsache zu, dass ein Andauern des Krieges in Syrien Daesh noch gewalttätiger und noch tödlicher machen wird als bisher. ولكن يجب أن لا ينسينا هذا حقيقة أن نظام بشار الأسد نظام الأسد قتل 250 ألف سوري حسب الأمم المتحدة ونعتقد أن الرقم أكثر من هذا بكثير وأنه هجر الملايين وأن هناك مئات آلاف المخطوفين ونظام الأسد دمر نصف المدن السورية. Doch all dies darf nicht vergessen machen, dass eigentlich der größte Zerstörer, die tödliche Gewalt, der Großteil von Bashar al-Assad selbst ausgegangen ist. Denn die offiziellen Zahlen sagen heute laut der UN, dass 250.000 Syrerinnen und Syrer gestorben sind in diesem Konflikt. Die Zahlen, die viele andere zitieren, sind wesentlich höher, sagt Jumana. Dass Millionen von Menschen vertrieben wurden, Hunderttausende bis heute verschwunden sind. Die Hälfte der syrischen Städte vollkommen zerstört ist. Und ويجب أن نعرف أيضا حقيقة أن نظام الأسد خلف مليون معاق سوري وحقيقة أن الأسد مسؤول عن 91% من قتل النساء إلى اليوم وأن ما قتله من النساء تحت التعذيب هو ضعف ضحايا داعش كاملة. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass es dazu geführt hat, dass es ca. 1 Million Invaliden heute gibt, also Kriegsversehrte, die aufgrund der Kriegshandlungen behindert sind. Und dass ca. 91%, also wirklich ein überwiegender Teil der Frauen und Kinder, die den Tod gefunden haben, von Bashar al-Assad getötet wurden, vom Regime. Und das ist ca. die doppelte Anzahl der Opfer, die aufgrund des IS, also aufgrund von Daesh, getötet worden sind. ويجب أن نعرف حقيقة أن الأسد أطلق سراح كل المجرمين والمتطرفين من السجون السورية في أيار 2011 يعني مع بدء الثورة وأن قادة التطرف في سوريا هو من بين هؤلاء وأن التنسيق كامل بينهم وبين الأسد. Was auch sehr wichtig ist zu erwähnen und leider häufig vergessen wird, ist, dass bereits im Mai 2011, also circa 3 Monate nachdem die Revolution ausgebrochen ist in Syrien, all diejenigen freigelassen wurden aus den Gefängnissen, die bereits damals als Extremisten, als Radikale, als Islamisten bekannt wurden und bis heute auch die Koordination und die Unterstützung für diese Menschen weitergewährt. Und das sind heute genau diese Männer, die an der Führung sind, in der Führungsspitze von den radikalen islamistischen Bewegungen in Syrien. In تجاهل هذه الحقائق المرعبة بدعوى مكافحة داعش لن يؤدي إلا إلى تعميق الشعور بالغضب وزيادة التطرف، إذ أن بقاء نظام بشار الأسد ودعمه من قبل إيران وروسيا هو أحد أهم الذرائع الآن لوجود التطرف ولوجود داعش وانتشارها وانتشار إرهابها. All diese schrecklichen Tatsachen in der Bekämpfung zu ignorieren bei Daesh führt dazu, dass die Gewalt und der Extremismus einfach weitergehen werden. Diese Gewaltspirale wird nicht aufhören. Vielmehr ist genau der Machterhalt des Assad-Regimes und die Unterstützung durch Russland und durch den Iran eine der wichtigsten Faktoren für das Fortbestehen dieses Extremismus und für das Fortbestehen von Daesh und der Weiterverbreitung dieses Terrorismus in die Welt. كيف نحقق السلام؟ قناعتي أن لا يمكن تحقيق السلام بدون عدالة والعدالة تقتضي المحاسبة وتقتضي القضاء على سياسة الإفلات من العقاب. Die schwierige Frage, wie können wir Frieden schaffen? Ich bin davon überzeugt, dass Frieden in Syrien nicht ohne Gerechtigkeit möglich ist. Und Gerechtigkeit bedeutet,
dass Menschen für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden müssen. كيف يمكن مجرد قبول فكرة أن من استعمل الكيماوي والبراميل المتفجرة والطيران وكل أنواع الأسلحة طيلة 5 سنوات ضد شعبه سيبقى بالحكم؟ Wie kann es überhaupt gedanklich hingenommen werden, dass jemand, der Chemiewaffen, Fassbomben, Jagdflugzeuge und viele andere schwere Waffen gegen sein eigenes Volk seit mehr als 5 Jahren einsetzt, an der Macht bleibt? كيف يمكن قبول فكرة أن من ما زال يحاصر المدن ويمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية إلى اليوم رغم موت الأطفال والشيوخ جوعا ومرضا ورغم كل الجهود الدولية سيبقى بالحكم عوضا عن محاسبته؟ Wie kann es sein, fragt Jumana, dass jemand, der weiterhin bis heute die Städte abriegelt, die Menschen dort den Zugang zu Hilfsgütern, Medizin und Nahrungsmitteln verwehrt, den Tod von Kleinkindern und Alten an Hunger und Krankheit zu verantworten hat, trotz internationaler Bemühungen, trotz internationaler Entscheidungen an der Macht bleiben soll, anstatt dafür zur Verantwortung gezogen zu werden? فقط منذ يومين بالرغم من وجود الهدنة استهدف طيران النظام في سوريا بعشر غارات جوية مدرستي أطفال ومشفى في دير العصافير قرب دمشق راح ضحياتها 33 مدنيا معظمهم من الأطفال والنساء. Und da möchte ich Ihnen ganz kurz sagen, dass erst vor 2 Tagen, also vorgestern, und trotz des Waffenstillstands, der ja eigentlich herrscht, syrische Flugzeuge des Regimes 10 Luftangriffe geflogen sind auf die Stadt Deir es-Safir. Das ist eine Stadt, die sich wirklich 10 Kilometer von Damaskus befindet. Und dabei Angriffe auf 2 Schulen und ein Krankenhaus geflogen sind, wodurch 33 Zivilisten ihr Leben verloren haben, vor allem Kinder. أنا أعرف أن العالم والدول المتحضرة ناضلت بعد الحرب العالمية الثانية من أجل إرساء القيم الإنسانية العليا ومن أجل الدفاع عنها كالحرية والكرامة والعدالة فكيف سيرضى ببقاء شخص يعتبر بمقتضى كل القوانين الدولية والأعراف الدولية مجرم حرب ومجرم ضد الإنسانية؟ Ich weiß, dass die zivilisierte Welt oder wie man sie nennt, nach dem Zweiten Weltkrieg sich für die Schaffung grundsätzlicher menschlicher Werte, sogenannter Menschenwerte eingesetzt hat und auch für deren Schutz. Werte wie Freiheit, Würde und Gerechtigkeit. Wie kann es also sein, dass wir uns für das Verbleiben einer Person einsetzen, die angesichts oder gemäß aller internationalen Gesetze und Vereinbarungen Kriegsverbrechen begangen hat? Und als ein Verbrechen und Verbrechen gegen die Menschheit. Entschuldigung. كيف سيسمح العالم ببقاء هذا المجرم بالحكم؟ وبأي قيم سيحارب الشر والتطرف والإرهاب بعد هذا إن حصل؟ Und mit welchen Werten, fragt Jumana abschließend, können wir dann also den Extremismus, den Radikalismus und den Terrorismus bekämpfen, wenn wir für den Erhalt dieser Person an der Macht uns einsetzen? Danke.